Herzlich willkommen zum Marie Salon du Livre Monatsrückblick Juli. Juli ist immer ein sehr feierlicher Monat. Im Juli haben bei mir alle Geburtstag. Mein Mann, meine Mama, mein Papa, sehr, sehr gute Freunde und mein Mann und ich haben Hochzeitstag. Das heißt, eigentlich haben wir den Juli nur gefeiert. Dass ich dennoch so viel gelesen habe, wundert mich, weil es war sehr schön, wir waren viel draußen. Ich habe es geschafft, 9 Bücher zu lesen. Die Reihenfolge, die ich da jetzt mache, ist nicht wirklich so, wie ich sie gelesen habe, sondern wie es mir sinnvoll erscheint, beziehungsweise wie es mir in den Sinn kommt. Beginnen möchte ich mit Karin Lindberg und den Prescott Sisters. Die Prescott Sisters ist eine Serie, die aus 5 Teilen bestehen wird. Warum 5? Weil es 5 Schwestern sind. Im Juni habe ich schon Teil 1 gelesen. Teil 1 war der Maskenball. Und jetzt im Juli Teil 2 und Teil 3. Teil 2 ist die Entführung. Es dreht sich um Megan und Hunter. Hunter hat ein ziemlich gravierendes Problem und wird beschuldigt, in Megans Firma Geld unterschlagen zu haben. Das ist sein Problem. Und er glaubt, indem er Megan entführt, bekommt er neue Informationen und es gelingt ihm so, seine Unschuld zu beweisen. Ich habe immer ein Problem mit Entführungen. Vor allem habe ich dann das Problem mit, ich verliebe mich in meinen Entführer. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass es da noch einige andere Serien gibt, die sich rund um dieses Thema drehen. Meins ist es nicht. In dem Fall war es okay, weil die Entführung zwar die Initialzündung ist, aber nicht der Hauptakt und nicht das Wichtigste in dem Ganzen, sondern die Entführung und die kleine Romanze, die davor schon begonnen hat, hat halt da einfach seinen Ausgangspunkt. Das passt. Das war für mich in Ordnung. Diesmal spielt die Geschichte auch wieder in Shanghai, so wie Teil 1 der Maskenball. Und in Teil 3, der heißt Der Meisterdieb, geht es um Kate und um Matt. Kate hat ein seltsames Hobby und Matt erkennt, welches Hobby sie hat und erkennt sie wie kein anderer. Er erkennt das Problem, er weiß warum, er weiß wieso und er versteht sie wie sonst niemand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Der Maskenball war bisher mein Favorite. Karin Lindberg schreibt wirklich sehr spannend und sehr fesselnd. Was sie dann auch noch zusätzlich geschafft hat, neben diesen Geschichten rund um die Schwestern, schon bei Teil 1 hat sie begonnen, eine Nebenstory zu erzählen, die sich über alle 5 Teile ziehen wird und wahrscheinlich erst in Teil 5 dann tatsächlich aufgeklärt wird. Teil 4 heißt jetzt Der Amerikaner. Ist schon erschienen, freue ich mich schon sehr drauf. Und Teil 5 wird jetzt im August, in ein paar Tagen, ich glaube am 9. August oder so, erscheinen und heißt Der Bodyguard. Ich durfte Karin Lindberg bei der Love Letter Convention in Berlin heuer treffen. Sie hat mich auf die Serie schon damals wahnsinnig neugierig gemacht, weil die Covers wirklich sehr schön gestaltet sind, sehr geschmackvoll und entsprechend genau dem, was ich mir unter einem tollen Cover vorstelle. Ich versuche sie dann einzublenden, zumindest Teil 2 und Teil 3. Und sie hat dann auch noch so kleine Goodies gehabt und damit hat sie mir einfach, ich bin ihrem Charme erlegen sozusagen. Gut, das war eine deutsche Autorin, dann habe ich noch eine deutsche Autorin und zwar Luisa Valentin. Wer auf Liebesromane steht und wer Luisa Valentin noch nicht kennt, holt es nach, unbedingt. Sie schreibt wirklich, wirklich sehr, sehr gut mit ungewöhnlichen Setting nicht, aber ungewöhnlichen Geschichten, beziehungsweise Geschichten, die man nicht so tagtäglich liest. Letztes Jahr, beziehungsweise November 2015, war Jede letzte Nacht mit dir und der neue Roman heißt Jeder neue Tag mit dir. Es geht um ein Ehepaar, Katrin und Markus. Katrin ist Partnerin geworden bei einer Werbeagentur. Markus ist Kameramann, sehr erfolgreich, arbeitet sehr viel außer Haus, beziehungsweise außer Haus, eh klar, im Ausland. Sie sind seit 13 Jahren verheiratet. Es war die Liebe ihres Lebens. Sie haben geheiratet wirklich nur aus Liebe. Und tja, die Zeit ist ihnen dazwischen gekommen. Der Alltag ist dazwischen gekommen. Katrin ist an ihrem Geburtstag alleine. Und er liegt schlussendlich dem Charme eines Arbeitskollegen und sie lädt ihn ein zu sich nach Hause. Sie tanzen eng umschlungen
Und genau in dem Augenblick kommt Markus nach Hause. Überraschung, Überraschung. Natürlich am Anfang ist der Schreck groß auf beiden Seiten. Und sie besinnen sich oder sie erinnern sich, dass sie zu ihrem Hochzeitstag einen Koffer bekommen haben, den sie, ich glaube, nach 20 Jahren Ehe oder nachdem sie sich getrennt haben, öffnen dürfen. Und in diesem Koffer liegen kleine, große, schöne, schön verpackte, schier verpackte Geschenke. Und diese Geschenke machen sie Stück für Stück auf und erinnern sich an ihre Anfänge, an ihr erstes Zusammentreffen, an Mitmenschen, die sie in der Zwischenzeit verloren haben, an Freunde, die leider gestorben sind. Und sie erinnern sich einfach an wahnsinnig viele Dinge. Und damit hat sie mich gefangen. Es war eine äußerst berührende Geschichte, eine alltägliche Geschichte. Also alltäglich in dem Sinn, dass es uns allen passieren kann, ich bin mit meinem Mann seit 22 Jahren zusammen, zwar erst seit 2 Jahren verheiratet, aber ich kann es so gut nachvollziehen, man geht auseinander und man findet sich dann wieder. Man findet Zeit füreinander, miteinander, zu sehen, dass man doch noch Schnittpunkte hat. Also wer solche Geschichten mag, eine Liebesgeschichte mag, die ein bisschen anders ist, dann kann ich Luisa Valentin mit jeder neue Tag mit dir wärmstens ans Herz legen, wärmstens empfehlen. Es ist eine tolle Geschichte. Dann ein herzliches Dank an die Lesejury. Die Lesejury hat letzten Monat den neuen Roman von Brittany C. Sherry zu lesen gegeben. Und zwar Wie das Feuer zwischen uns. Um zu zeigen, ich finde die Cover so toll. Ich bin jetzt kein Fan von Männern mit Bart, aber ich finde sie einfach beide wirklich sehr, sehr gelungen. Wie das Feuer zwischen uns ist ein Standalone. Also alle beiden Bücher sind Standalones. Die kann man ganz unabhängig voneinander lesen. Ich habe das Gefühl, sie spielen noch nicht einmal in der gleichen Stadt. Es kommen keine Figuren vom ersten Band vor oder so. Also definitiv ein Standalone und beginnt mit Logan und Alyssa. Beide sind circa 18. Sie treffen sich. Sie haben eigentlich nichts gemein, nur dass sie sich dennoch auf einer Ebene verstehen, weil sie beide manchmal recht unglücklich sind. Logan noch viel mehr als Alyssa. Und sie verlieben sich dann doch noch ineinander. Zuerst sind sie nur sehr, sehr gute Freunde, dann verlieben sie sich ineinander. Und dann kommt der große Bruch und der Zeitsprung. Und nach 5 Jahren treffen sie sich wieder. Ich habe heuer, glaube ich, ganz, ganz wenig so viel geheult wie in dem Buch. Also wenn ihr es anfangt und ihr neigt dazu, oder ihr seid eher nah am Wasser gebaut, so wie ich, dann kauft euch bitte Taschentücher, ganz dringend notwendig. Bereits beim ersten Band war ich überwältigt, wie gefühlvoll, emotional und sehr bewegend die Autorin schreibt. Ich habe mir die nächstfolgenden Bücher bereits auf Englisch auf meinen Kindle heruntergeladen, weil ich glaube nicht, dass ich bis Jan erwarten kann, bis der nächste Band erscheint. Ja, natürlich werden Klischees befüllt. Natürlich ist es nicht gerade. Es ist ein New Adult Genre, es ist ein New Adult Roman. Es werden gewisse Sachen seltsam beschrieben oder so, aber es ist halt, die Jugend oder junge Menschen neigen einfach zu wahnsinnig großen Gefühlsausbrüchen und so ist es da auch. Es gibt neben Alyssa und Logan, Alyssas Schwester Erica, die sich in Logans Halbbruder verliebt, Callan, und auch eine wahnsinnig tolle Nebenhandlung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Muss dazu sagen, es wird zwar nicht detailliert beschrieben, es geht definitiv auch Kindesmisshandlung vielleicht, aber das stellt nicht den Hauptpunkt dar, sondern es geht um die seelischen weiter, was das mit einem Kind so anstellt und so. Sehr emotional, sehr bewegend. Lest es, wenn euch Band 1 gefallen hat, dann gefällt euch, glaube ich, Band 2 auch sehr gut. Dann habe ich noch einen Krimi, beziehungsweise einen Thriller.
habe ich vom Bloggerportal bekommen, von Federico Inverni, das Opfer Null. Heuer habe ich wahnsinnig schlechte Erfahrungen mit Krimis und Thrillern gemacht, deswegen war ich fast schon am Verzweifeln. Aber mit das Opfer Null ist dem Autor, der im Übrigen aus Italien stammt, ein solider Krimi, ein solider Thriller gelungen. Spielt in einer fiktiven Stadt irgendwo auf der Welt. Also es hätte Italien sein können oder Amerika oder England, kann ich jetzt ganz schlecht sagen. Und zwar geht es um Anna, die Profilerin ist und die einen Fall auf den Tisch hat, wo vier junge Frauen ermordet wurden und sie einfach feststeckt und sie nicht mehr weiterkommt. Sie versucht dann einen weiteren Ermittler zu bekommen, und zwar Lucas. Lucas ist so, seit er seine Familie verloren hat, irgendwie der Geist der Abteilung oder der Polizei. Er tut Dinge, die sonst keiner macht. Er ist Undercover-Polizist gewesen und vor allem, was er besonders gut kann, er kann Tatorte extrem gut lesen und interpretieren. Und deshalb möchte Anna ihn unbedingt an ihrer Seite haben. Zu zweit ergeben die zwar ein Wahnsinnsermittler-Duo. Lucas hat seit er alleine ist, einfach eine distanzierte Ansicht zur Welt, den zum ziemlichen Sonderling werden hat lassen. Anna hat ebenfalls nicht ganz so einfache Vergangenheit gehabt, aber zu zweit ergeben sie, wie gesagt, ein tolles Duo. Es gibt ein paar Wendungen, mit denen ich gerechnet habe. Und dann gibt es aber zum Schluss hin, und deswegen hat es bei mir jetzt alles in allem nur 4 Sterne gegeben, die Informationen, um richtig mitraten zu können, hat man einfach erst zum Schluss gekriegt. Und so hat man jetzt keine wirkliche Lösung finden können, weil einfach gewisse Informationen gefehlt haben. Aber dennoch war es solide. Ich habe mir zuerst ein bisschen schwer getan mit dem Schreibstil, aber schlussendlich war es sehr, sehr spannend und dann sind die Seiten nur noch so durchgelaufen und das Opfer Null von Federico Inverni, definitiv ein Lesetipp. So, was habe ich denn noch? Nacho Figuera, die Wellington-Saga, Teil 2. Mir hat Teil 1 sehr, sehr gut gefallen. War wahnsinnig gut unterhalten, habe einen Einblick in den Polosport bekommen, wie ich ihn nie bekommen habe bisher. Polo war für mich jetzt nicht ein Schloss mit Sieg im Siegel, aber irgendetwas, was so, ja, sehr elitär und für mich nicht wichtig ist. Ist es auch diesmal nicht. Also ich werde deswegen nicht anfangen, Polo zu spielen oder Polo anzuschauen. Aber man hat einen guten Einblick gekriegt und in dem Fall, also im ersten Teil war Alejandro, der älteste Sohn der Del Campo-Familie, im Mittelpunkt. Dieses Mal ist es Sebastian Del Campo. Ich versuche das Cover dann ebenfalls noch einmal einzublenden. Und der Lebemann der Familie. Ein unglaubliches Talent fürs Polospielen. Aber sonst hat man dann das Gefühl gehabt, auch schon im ersten Teil, dass ihm irgendwie das Ziel oder einfach die Hingabe für irgendetwas anderes außer Polo fehlt. Er trifft Catherine, ihres Zeichens im Moment sehr erfolglose Drehbuchautorin bzw. Regisseurin. Sie hat dann, ihr letzter Film war ein Mega-Flop. Und jetzt ist sie ebenfalls, stellt sie sich die Sinnfrage, was soll ich tun, was soll ich machen und so weiter. Und sie trifft Sebastian, hält ihn fälschlicherweise zuerst für einen Pizzaboten, recht amüsant. Und sie lernen sich dann kennen, wissen, wer sie sind und verbringen einige Wochen, einige Monate miteinander. Und mir hat es sehr gut gefallen. Natürlich waren ein paar explizite Szenen dabei, aber weder übertrieben noch sonst irgendwas, sondern der Autor legt einfach sehr viel Wert, die Figuren zu erklären und zu erzählen, wie sie so geworden sind, wie sie sind. Und ich finde es einfach immer wieder überraschend und toll, dass auch ein Mann zu sowas fähig ist. Also mir hat es gefallen. Es ist kein Sexbuch, es ist kein Bumsbuch, wie es im Jargon heißt. Mir gefällt es. Gute Liebesgeschichte, tolle Background-Story mit dem Polo. Und dann kriegt man ein bisschen Einblick in die Hollywood-Szene. Jetzt wahrscheinlich nur so viel, aber dennoch. Mir hat der zweite Teil genauso gut gefallen wie der erste Teil. Hat von mir ebenfalls 4 Sterne bekommen. Dann habe ich noch mit einer Freundin ein englisches Buch gelesen mit der Lisa. Sie macht Abendmatura und möchte ihr Englisch verbessern und deswegen habe ich gesagt, okay, einmal im Monat lesen wir was Englisches. Und es war unser erstes Mal, Nuala Elwood. Ich suche gerade das Buch. Nuala Elwood mit My Sister's Bones.
Ebenfalls ein Thriller, beziehungsweise Thriller wird es eigentlich erst zum Schluss. Am Anfang ist es eine Geschichte über eine Frau, die Reporterin ist, die gerade aus Syrien kommt und die einfach ein Trauma erlitten hat, die wahnsinnig furchtbare Dinge gesehen hat und die zurück in ihren Heimatort Herne Bay gehen, also zurückkommen muss, weil ihre Mutter gestorben ist und sie die Dinge regeln muss. Und ihre Schwester Sally, die dazu leider nicht in der Lage ist, weil sie schwerste Alkoholikerin ist. Und sie einfach, die Kate hat einfach immer wieder Albträume, sie hört Stimmen und dann plötzlich sieht sie einen Jungen, der sich versteckt in ihrem Garten und niemand will ihr glauben. Das ist die Ausgangssituation. Und ich muss sagen, in den ersten 100 Seiten ist daran gelegen, dass es auf Englisch war, habe ich mich wahnsinnig schwer getan, mich richtig einzufühlen, beziehungsweise wohlzufühlen in der Geschichte. Aber dann hat das Ganze eine Wendung genommen, wo ich wirklich die Seite nochmals lesen habe, und das kann jetzt nicht sein, das kann jetzt nicht, das geht aber gar nicht. Insofern, ab dem Zeitpunkt war es ein Page-Turner ohne Gleichen. Ich wollte unbedingt wissen, wie geht es weiter, ich will nicht mehr erzählen, weil sonst ist die ganze Überraschung weg. Ich habe keine Ahnung, ob es auf Deutsch übersetzt wird, aber wenn es übersetzt wird, glaube ich, kann das ein richtiger Bestseller werden, weil es war wirklich sehr, sehr spannend und sehr ungewöhnlich. Das letzte Buch in dem Monat war ebenfalls eine Autorin, die ich bei der Love Letter Convention kennenlernen durfte, von Jacqueline Wellgood, Das Päckchen. Und das ist ein wahres Kleinod, total süß, wirklich. Nicht nur, weil ich die Autorin kennenlernen durfte, wir haben uns bei einem Bloggertreffen am Samstagabend, war das damals, kennengelernt und sie war, okay, ich bin ein sehr extrovertierter Typ, und sie erschien mir dann doch sehr zurückhaltend zu sein, aber sie war so freundlich und so nett. Und ich habe sogar eine Signatur, zeige ich euch jetzt. Für Marie, alles Liebe von der Love Letter 2017 und viel Spaß beim Auspacken. PS, danke für die tolle Unterhaltung und viel Spaß beim Reindenken. Hat einen Sinn, ich habe ja nämlich gesagt, da steht okay für Caroline, das ist mein echter Name. Marie ist nur mein Pseudonym. Seht ihr, Blogger können auch Pseudonyme haben. Auf jeden Fall, das Päckchen ist ungefähr zeitgleich herausgekommen wie das Paket von Sebastian Fitzek. Und witzigerweise, beide Hauptdarsteller und Hauptfiguren heißen Emma. In dem Fall ist Emma, die nach ihrem Urlaub zurückkommt, an ihren Arbeitsplatz, den sie über alles liebt, die Kinderbücherei, die Kinderbibliothek, die unter Wasser steht und wo man nicht weiß oder wo sie einfach nicht weiß, was damit geschieht, wird sie wieder aufgebaut, wird sie renoviert, wird sie abgerissen. Und Emma hat einen kleinen Blog, einen Videoblog, und irgendwann kommt ihr die Idee zu sagen, okay, ich versuche Spenden zu sammeln. Und da kommt ihr ein Paket, ein Päckchen vor die Haustür gerade recht. Und dieses Päckchen ist ein großes Paket und in diesem Päckchen sind lauter kleine Pakete, total schön eingepackt und liebevoll, und zwar von einem anonymen Fan, der sich schlussendlich als Lukas outet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin ein wenig verliebt in diesen Lukas. Ja, er war total nett. Viel zu gut, um wahr zu sein. Und im Grunde genommen geht es um die Entwicklung, die Emma in dieser schwierigen Zeit durchmacht, wie sie die Ärmel hochkrempelt und wie sie selber Ideen entwickelt und wie sie einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich liebe dieses Buch. Es hat alles. Okay, es hat viele Herzen und es ist schön verpackt. Und innen drinnen sind auch ganz, 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 ganz viele Herzen. Einfach wohlfühlen. Einfach, man kann sich in Emma einfach so wahnsinnig gut reindenken. Sie ist ein Buchnerd, ein Büchernerd. Sie liebt Bücher, sie liebt gute Geschichten und sie tut ganz, ganz viel, um ihren Lieblingsautor kennenzulernen. Und ja, es ist einfach alles dabei, was uns alles so ausmacht. Toll geschrieben, schöne Geschichte, alles dabei, was man so braucht. Ja. Ja. Und als letztes habe ich, das muss ich ebenfalls einblenden, das Cover von
Christina Geiselhardt, die Bluthunde von Paris. Das nehme ich jetzt ganz zum Schluss, weil das eine sehr, sehr heftige Geschichte ist. Es geht um die Vorjahre zur Französischen Revolution. Jetzt muss ich kurz ausholen. Ich habe das als Rezensionsexemplar direkt von der Autorin bekommen. Meine Mama ist aus Frankreich. Deswegen Marie Salon du Livre, falls sich schon einmal jemand gefragt hat. Und ich bin mit der Französischen Revolution aufgewachsen, wie die Kinder heutzutage mit der Wiedervereinigung Deutschlands oder so. Also die Französische Revolution ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Liberté, Égalité, Fraternité. Die Bluthunde von Paris stellt die Wirren einer beginnenden Revolution, ich denke mal, recht gut nach. Und damit hat es mich total schockiert. Ich glaube, ich sehe die Französische Revolution durch eine rosarote Brille. Mir ist klar, dass das niemals ohne Opfer vonstatten geht. Und ich weiß, dass das eine schwierige Zeit war. Und Christina Geiselhardt hat es da einfach mit der Wahrheit einer Keule. Also die Wahrheit ist eine Keule. Was es interessant macht zu lesen, es ist also sehr, sehr gut recherchiert, aber manches Mal war mir einfach zu viel an Wahrheit, zu viel des Guten oder des Guten. Das klingt jetzt so doof. Aber es war heftig zu lesen. Schlicht und ergreifend, es war heftig zu lesen. Es hat mir viel Neues gebracht, das muss ich schon sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe 4 Sterne gegeben, weil ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man auch hin und wieder mal über seinen Tellerrand hinaus schaut. Und da habe ich meinen Tellerrand drüber geschaut, also mehr geht gar nicht mehr. Aber man muss dafür gewappnet sein. Also ich war dann, glaube ich, nicht gewappnet genug. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, fast 3 Wochen, weil ich immer wieder zur Seite legen habe müssen. Aber wen es interessiert und wer auf gut recherchierte historische Romane rund um die Französische Revolution steht, der, wer das mag, ja, lest es. Es ist wirklich gut geschrieben und sehr ehrlich. Ja, das wär's. Statistik gebe ich auch keine, wie viele Seiten und keine Ahnung. Ob ich im August oder wie viel ich im August lesen werde, ich bin nicht gut im Listenmachen. Ich hätte zwar eine Liste, was ich gerne lesen würde, aber ich bin mir sicher, es kommt irgendwas wieder dazu. Und außerdem habe ich eine Rebuy-Bestellung bekommen. Die werde ich morgen auspacken. Noch liegt sie ungeöffnet bei mir. Bin ganz stolz. Ja, ich weiß ja, was drin ist. Ich weiß noch nicht, wie der Zustand ist. Vielleicht drehe ich sogar ein Unpacking-Video, mein erstes. Und ja, das war es soweit. Wie gesagt, 23 Minuten, so ein Jahr Monatsrückblick ist nichts. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht kennt jemand die Bücher. Wenn ja, wäre nett, wenn man dazu schreiben könnte, ob es euch gefällt. Ich versuche auch die Rezensionen zu verlinken, die ich auf meinem Blog stehen habe. Und ich hoffe, wir hören uns, wir sehen uns. Ich wünsche euch einen tollen Lesemonat August und wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao.